Schuster in Augsburg gefeuert. Nicht einmal ein halbes Jahr nach seiner Vorstellung hat der FCA die Zusammenarbeit mit Trainer Dirk Schuster beendet. Das gab der Verein am Mittwoch bekannt. Nach eingehender Analyse seien die Verantwortlichen zu der Erkenntnis gelangt, dass unterschiedliche Auffassungen über die weitere sportliche Ausrichtung und die Art und Weise, wie der FCA Fußball spielen wolle, herrschten, heißt es in einer Mitteilung auf der Vereins-Homepage. Neben Schuster mussten auch seine beiden Assistenten gehen. Nachfolger als Cheftrainer wird bis auf Weiteres der bisherige Nachwuchscoach Manuel Baum. Angebot für Alonso. Xabi Alonso zählt zwar zu den ältesten Profis im Kader des FC Bayern, spielt in den Plänen von Trainer Carlo Ancelotti aber noch immer eine wichtige Rolle. Aus diesem Grund hat der Rekordmeister vor, mit dem 35-jährigen Mittelfeldregisseur um eine weitere Saison zu verlängern. Wie die Sportbild erfahren haben will, sollen sich die Bezüge des Spaniers aber etwas verringern. Tuchel mit Götze unzufrieden. Mario Götze bekam im BVB-Training deutliche Worte von Trainer Thomas Tuchel zu hören. Der war mit dessen Auftreten und Engagement vor der Partie am Freitag gegen Hoffenheim unzufrieden. Der BVB-Rückkehrer habe mit seinem Kumpel Marco Reus während des Aufwärmens Späße getrieben, berichtet die Bild. Der Coach ließ dann weiter trainieren, schloss aber die beiden von der nächsten Übung aus. Die Partie gegen die TSG gibt es am Freitag ab 20 Uhr live in unserem Sportradio Sport1 FM und im Live-Ticker. Müller-Wohlfahrt erweckt Rückkehr. Der einstige langjährige Bayernarzt Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt denkt laut seiner Frau über ein Comeback beim Rekordmeister nach. Eine Rückkehr als Mannschaftsarzt käme aber nicht mehr in Frage, sagte Ehefrau Karin Müller-Wohlfahrt in der Bild. Jedoch sei eine Tätigkeit als Berater im Hintergrund denkbar, so die Gattin des Ex-Bayern-Docs weiter. Im April 2015 verließ der Arzt den FC Bayern aufgrund von Meinungsverschiedenheiten mit Pep Guardiola. Eberl stellt alles auf den Prüfstand. Max Eberl kündigt in der Winterpause eine intensive Analyse aufgrund der aktuellen Lage bei Borussia Mönchengladbach an. Man werde kritisch hinterfragen, was schiefgelaufen war und vielleicht nochmal auf dem Transfermarkt aktiv werden, sagte Eberl im Express. Aktuell steht die Borussia auf Platz 12 mit 16 Punkten nach 14 Spieltagen. Immerhin haben es die Fohlen aber geschafft, in der Europa League zu überwintern. Mit den Sport1 News immer up to date. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Immer noch Reus über den halben Platz, vorbei an Bonucci und rein ins Tor.